Der Fichtenhain im Bürgerpark in Bremen. Kurz nach 8. Es ist ruhig, nur wenige Menschen sind unterwegs. Aber an den Veranstalterzelten tut sich was. Hier fehlt noch ein kleines Kabel, dort wird noch ein Stuhl zurechtgerückt, ein Plakat aufgehangen. Dann eine kurze Besprechung. Ist alles da? Sind alle bereit? Dann kann es losgehen bei der Explore Science 2022 in Bremen. Viele Kinder auf der Parkwiese. Mittlerweile ist es kurz vor 10. Beate Spiegel ist Geschäftsführerin der Klaus-Tschira-Stiftung. Sie will gleich das Programm offiziell starten. Ich habe von meinem Hotelzimmer aus schon den Lärm gehört und habe gedacht, fangen die jetzt noch früher an dieses Jahr? Ich bin also jetzt schon begeistert. Und es sind schon riesengroße Gruppen hier mit mir in den Park gezogen, als ich hergelaufen bin. Ich freue mich riesig, dass das so angenommen wird hier. Mit ihr an der Bühne ist Parkdirektor Tim Großmann. Normalerweise ist er für den Erhalt und den Betrieb des Bürgerparks zuständig. Heute steht er aber auf der Bühne und freut sich, dass eine Veranstaltung wie diese zu Gast ist. Wir sind sehr, sehr positiv überrascht in den letzten Jahren hier über die Organisation von Explore Science. Also es wird sehr viel Rücksicht auf unseren Park genommen und gleichzeitig sehr, sehr viel geboten für die Kinder. Es ist eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit und wir freuen uns mittlerweile jedes Jahr, wenn Explore zu uns kommt. Meine These ist ja immer, dass man nach 5 Jahren mit dem Projekt richtig angekommen ist. Und hier würde ich sagen, beim 4. Mal sind wir schon richtig dabei. Und ähnlich wie es der Herr Großmann gesagt hat, auch wir haben ja das Publikum von klein bis ganz groß, was sich hier ganz toll widerspiegelt. Gegen 10:30 sind schätzungsweise 2000 Schüler auf der Wiese unterwegs. Die Ausstellungszelte sind belagert, Mitarbeiter, Wissenschaftler, Pädagogen zeigen, erklären und leiten an. Mit dabei das Alfred-Wegener-Institut. Hier am Stand können die Besucher sehen, was die digitale Datenverarbeitung mit Kohlendioxid und den Permafrostgebieten auf der Erde zu tun hat. Alexandra Runge hat mit anderen Wissenschaftlern den Permafrost in Kanada untersucht und unter anderem Temperaturen gemessen. Das hat sie zu einer interaktiven Karte zusammengefasst. Zum Beispiel ist jetzt hier ein Modell, was die Lufttemperatur anzeigt in den letzten, ich glaube, 200 Jahren. Das heißt, wir können jetzt hier in der Animation erstmal zurückgehen. Wie war die Temperatur so um 1800 rum und wie hat sie sich basierend auf unseren Daten, die wir gemessen haben und dem Modell entwickelt. Man hat dann zwar nur einzelne Datenpunkte erstmal, aber wenn man das dann in so ein Modell einfügt, dann sieht man den größeren Kontext, den größeren Zusammenhang. Und da wird einem dann halt bewusst, wie wichtig die Forschung ist, wie wichtig, also wie auch der Zusammenhang ist global. Das ist super spannend. Man sieht natürlich so eine schöne Grafik nicht jeden Tag. Das heißt, man arbeitet eher so stückchenweise daran. Und wenn es dann fertig ist, dann wird einem so das ganze Ausmaß bekannt. Forschung in Frostgebieten ist aufwendig. Dicke Stiefel, Handschuhe, Socken gehören zum Expeditionsgepäck. Wie sich das anfühlt? Die Besucherinnen dürfen es ausprobieren. Mitarbeiter Torben Windirsch-Wohlbeutel hilft beim Anziehen des Kälteschutzanzugs und erklärt, mit diesen Handschuhen arbeiten die Wissenschaftlerinnen im Permafrost. In einem Nachbarzelt erklärt Elias Mutlu Mathe. Er selbst hat gerade sein Abitur geschafft, ist aber in der Welt der Zahlen bereits gut bewandert. 3,141592653589793. Die Zahl Pi. 6264333. Er kennt die ersten 100 Stellen auswendig. 950288419. Das müssen die Besucher natürlich nicht wissen. Sie können aber etwas lernen über das binäre Zahlensystem. Es ist die Grundlage für Berechnungen in einem Computer. Wie es funktioniert, erklärt Elias Mutlu an dieser Tafel. Dazu machen wir das so, dass wir den meist eine Zahl vorgeben, die sie dann an einem Lineal legen können, zum Beispiel die 17. Und dann sehen sie meist recht schnell, dass sie dafür zum Beispiel die 16 und die 1 brauchen. Und in dieser Schreibweise hier versteckt ist dann, wie sich das im Binär aufschreibt. Das heißt, wir sagen den meist, dass sie einmal notieren sollen, welche sie verwendet haben und dafür eine 1 schreiben. Und welche sie nicht verwendet haben und dafür eine 0 schreiben. Das heißt, hier zum Beispiel hätten wir ja eine 1, 0, weil wir das nicht verwendet haben, 0, 0, 1.
Ist jetzt nicht ganz schön, aber auf jeden Fall, das ist dann, wäre hier die Schreibweise im Binärsystem. Mich persönlich fasziniert das einfach. Ich mag gerne Zusammenhänge und für mich ist Mathe auch immer so ein bisschen wie Spielerei. Also wenn man dann irgendeinen mathematischen Beweis oder ähnliches findet, dann ist das ja so ähnlich wie so eine kleine Schatzsuche und wo man sich dann am meisten drüber freut, wenn man den Schatz gefunden hat. Inzwischen ist es 14 Uhr. Auf der großen Bühne läuft gerade die Physikshow. Mit dem Publikum experimentieren jetzt diese Physiklehrer. Bis 17 Uhr hat noch ein Erlebnistheater seinen Auftritt und die Preisverleihung der Schülerwettbewerbe. Die digitalen Welten der Explore Science in Bremen sind bunt, vielfältig und spannend. Bereits zum vierten Mal zeigt die Klaus-Tschirer-Stiftung hier ihre naturwissenschaftlichen Tage. Das fünfte Mal ist bereits fest eingeplant.